Hallo zusammen und es geht weiter mit Andorn. Was bei Suse wünsche ich so. Ich habe ja gesagt, ich will das Ganze auch nochmal auf dem iPad testen. Also ich habe das Gefühl, auf Steam bzw. auf dem PC ist das ja gar nicht so schlecht zu spielen, aber dann doch nicht so gut. Man sieht das ja hier auch, wie viele Funktionalitäten das iPad bietet, was ja alles irgendwie über Tastatur umgesetzt werden muss. Ich habe mit meinem Charakter noch ein bisschen weitergespielt, habe mittlerweile hier... Nanu, soll ich mal aufstehen hier. So, komm hoch. Tante. Will gar nicht hoch. Muss ich noch schlafen? Jetzt komm. Oder habe ich jetzt Probleme mit einem Touchscreen hier? Jetzt, Gott. Also, ich habe mein Haus zumindest ein bisschen, naja, grob umdesignt. Habe hier so kleine Schränkchen gebaut. Die sind auch wichtig, denn der Rucksack fasst ja aktuell nur eine gewisse Anzahl von Gegenständen. Und wenn der voll ist, kommt ganz oft die Meldung, dass man die Mission nicht spielen kann, weil der Rucksack voll ist. Also habe ich mir jetzt hier in meinem Häuschen ein kleines Badezimmer gebaut, dass ich nicht immer zu den Ravens muss, um zu baden, auf Toilette zu gehen und mich zu waschen. Das kann ich hier machen. Was mir jetzt noch fehlt, ist eine Waschmaschine, aber da fehlt noch das Material. Das gilt hier auch als Kabinett. Dann kann ich hier essen. Dieses schwarze Kästchen hier ist ja so eine territoriale Begrenzung. Ich bin mittlerweile, sieht man ja auch hier an meinem Gamertag, einem Camp beigetreten. Also ich habe die Mission nochmal weitergespielt und irgendwann kommt dann die Frage, willst du ein Camp gründen oder einem Camp beitreten? Und dann habe ich eine Einladung gekriegt von dummerweise einem französischen Camp. Ich habe dann versucht, mit den Leuten zu chatten auf Englisch, aber ich habe die nicht verstanden. Dann habe ich es aber trotzdem mal angenommen, um zu gucken, was da genau passiert. Also wenn man einem Camp beitritt, dann hat man sein Häuschen quasi in Anführungszeichen zweimal da. Einmal hier Camp Homestead, in dem ich mich befinde, und einmal Output Homestead, die Heimstätte. Man kann beides betreten, aber nur das im Camp weiter optimieren. Die sehen aber beide gleich aus. Jetzt komme ich ja nicht raus, warum nicht? Mach die Tür auf, komm. Also ich habe manchmal so jetzt zwischendurch den Eindruck, dass das hier auch noch ein bisschen gefixt werden muss. So, wie gesagt, ich befinde mich jetzt hier in dem German Rock Camp. Angeblich alles deutschsprachige Kollegen. Genau weiß ich das natürlich nicht. So, dann habe ich hier so ein bisschen weitergebaut, nur mal aus Spaß, um zu gucken, was passiert. Ich muss mein Häuschen ganz dringend weiter aufleveln. Häuser aufleveln. Kann man hier draußen machen. Da muss man hier an diese Tafel gehen. Und dann gibt es hier ein Estate Management oder Homestead Management. So. So, und das könnte ich jetzt upgraden. Aber mir fehlen dazu Bretter und ich würde sagen, gebrannter Ton. Also, was ist das? Ja. Clay Mix, also Ton gemischte Steine fehlen mir. Dann könnte ich das upgraden. Was habe ich noch gemacht? Überall, wo ich über die Map gegangen bin. Deshalb ist ja schon einiges hier auch freigeschaltet. Habe ich jedes Mal diese grünen Bushaltestellen aktiviert. Sonst kann man keine Schnellreise machen. Und dann habe ich mich um die Mission hier mit Will Smith gekümmert. Da muss ich jetzt eh weiterspielen. Und dann, das ist ein bisschen gemein bei dem Spiel. Also man muss regelmäßig an allen möglichen Aktivitäten teilnehmen, dass man leveln kann. Sonst kommt man hier nicht weiter. Dann gibt es hier ja so einen Zeitplan, was jetzt hier wieder wo stattfindet. So, jetzt könnte ich hier Daily Rewards, 3 bis 4 Player, muss ich ein Team gründen oder im Team beitreten und muss eine Festung sichern. Das habe ich auch schon mal zwischendurch gemacht. So, was gibt es hier? Ja, da habe ich jetzt irgendwas scheinbar wieder geschafft. Oder? Ah ne, habe ich noch nicht geschafft, gut. Das ist auch ein bisschen gemein bei dem Spiel. Überall blinkt und leuchtet es. Man muss ein bisschen aufpassen, wo man so drauf drückt, dass man nicht versehentlich einen echten Geldkauf auslöst.
Also ist klar, das Spiel ist free to play, ist in Ordnung. Deshalb habe ich die Entwickler unterstützt, indem ich hier den Survival, ja, Pass heißt er jetzt, also diesen Pass gekauft habe dazu. Das ist ja nur der Pfad. Hier gibt es auch verschiedene Dinge, die man erledigen muss. An jedem Tag andere. Also theoretisch, wenn man das alles machen wollte, ist man nur quasi am Grinden hier. So, ich spiele das jetzt ja den sechsten Tag, glaube ich, das Spiel. Deshalb ist Tag 7 noch gesperrt. So, ich habe diesen Pass gekauft, weil er im Angebot war. Also offiziell kostet dieser große Pass, den ich habe, 45 Euro. Das ist natürlich weit zu viel. Das ist ja bald wie ein AAA-Titel so zu kaufen. Fast zumindest. Der war reduziert auf 17,99, da habe ich ihn gekauft. Der kleine Pass kostet standardmäßig 11,99 und da habe ich gedacht, 6 Euro mehr ist in Ordnung, kannst du machen. Dazu gab es noch einen Rabattgutschein, falls ich in der NCAA Season 01, also 1 wahrscheinlich, wenn ich in der nächsten Season weiterspielen will, habe ich da einen Gutschein gekriegt. Den habe ich jetzt auch schon mal eingelagert, den Gutschein, weil den muss ich ja nicht in meinem Rucksack haben. So, wie gesagt, man kann ja hier an seine Einlagerungsgegenstände gehen, open. So, und hier ist irgendwo dieser ominöse Gutschein. Also man muss auch nur an ein Kabinett gehen und kann durch alle Kabinetts, ich habe jetzt 5 Stück, durchswitchen. Ich habe jetzt Sachen reingepackt, die ich definitiv aktuell nicht brauche oder nicht ausrüsten kann, weil ich noch zu schwach bin. So, hier, das ist der 5% Discount, when you purchase an S2 Pass, ja. So, 106 Tage, 3 Stunden 48, ist die Frage, 106 Tage ist ja ein bisschen was, noch über drei Monate. Ich vermute, dann beginnt die nächste Season. 5%, ja, ist jetzt die Frage, gelten dann die 5% auf die 47,99 oder auf die 11,99 oder auf beides, je nachdem. Achso, ist auch so, wenn man sich den einen Pass gekauft hat, kann man nicht mehr ab- oder downgraden ja schon gar nicht auf den anderen Pass. Das kann ich jetzt aber leider nicht mehr zeigen. So, und dann ist mir aufgefallen, wenn man schicke Kleidung unbedingt haben will, wie hier zum Beispiel diese Jogging-Ausrüstung oder hier diese, ja, hier besser Flieger-Soldaten-Uniform, ja, Ace Operative, ja, und man das kaufen möchte, kann ich mir das logischerweise oder wie so oft in solchen Spielen wie zum Beispiel PUBG Mobile schenken lassen, indem ich da auf Gift oder Selbstverschenken Gift drücke. Das kostet mich jetzt hier 1280 von diesen, ich sag mal, Silberbarren. Also es gibt scheinbar 3 verschiedene Währungen. Oben links sieht man mein Gold, dann gibt es Silber und dann gibt es diese Silberbarren noch. So, jetzt Purchase drücke. Not enough, habe ich nicht genug Geld, Purchase. So, und jetzt den Umrechnungskurs, der ist brutal. 75 Bonuskosten, 11,99. Und diese Klamotten hier, ich weiß nicht, ob sie, ich habe gerade gar nicht aufgepasst, ob sie noch reduziert sind. Die letzten Tage waren sie reduziert. Ja, jetzt kosten Vollpreis 1280 von diesen dicken Silberbarren. So, das heißt, ich muss mindestens 35,99 ausgeben, um mir diese Klamotten zu kaufen. Das finde ich für ein, ganz ehrlich, für so ein Skin, auch wenn, ja, ich darf ich jetzt nicht so laut sagen, sonst kriege ich nachher noch Ärger, die Tante relativ schnucklig da drin aussieht und die Klamotten gut getroffen sind, finde ich ein bisschen viel Geld für so ein Skin. Gut, es gibt andere Spiele, da sind Skins noch teurer oder ähnlich teuer, aber das finde ich einen Titel, der jetzt erstmal nur auf Englisch und in asiatischen Sprachen und Russisch erschienen ist, finde ich dann ein bisschen heftig. Ich hätte es jetzt erwartet, dass man bestimmte Sachen sich kaufen kann oder erspielen kann, wenn man levelt. Dieser hier, was kostet der? Der ist noch reduziert, kostet 880, aber das ist auch noch zu viel in meinen Augen. 880, ja. Müsste ich 23,99 ausgeben, finde ich, wie gesagt, für solche Klamotten zu viel. Und der hab ich, den habe ich noch gar nicht geguckt, was der kostet. Ach, den kann man scheinbar nur bekommen, wenn man hier an so einer Lotterie teilnimmt. Ich mache mal Draw for Free. Als habe ich Construction irgendwas, Confirm, bekommen, Open. Jetzt habe ich Farbe gekriegt, Ton. Gut. Und der nächste Draw kostet mich 88 von dem Gold. Gold-Silber, meine ich. Natürlich auch viel zu viel. Also man kann andere Klamotten erspielen. In dem, nehmen wir es mal Battle Pass, waren welche dabei. Es geht hier über Backpack und dann gibt es ja hier die Ausstattung.
Der war dabei und der ändert, ich weiß nicht warum, entweder haben die Entwickler das gemacht oder es hat was mit meinem Level zu tun, der ändert die Farbe. Als ich das erste Mal gespielt habe, war der so ähnlich, aber alles schwarz und gelb. Und ich habe es aktiv nicht geändert. Dann hier diesen Badeanzug gab es dazu. Ich habe das schon gesehen, für Männer gibt es dann Badehose entsprechend. Und dieser hier, warum ich den bekomme, weiß ich nicht. Der ist allerdings auch nur noch ein paar Tage gültig. So ähnlich wie ja PUBG Mobile sind ja auch viele Sachen, die man erspielen kann. Immer nur ein paar Tage gültig. So. Aber es scheint so ein bisschen, was du so liest, ich will nicht sagen Pay-to-Win sein. Man spielt ja jetzt hier erstmal aktiv nur gegen die Engine. Aber der erhöht zum Beispiel mein Charisma um 150. Mein Charisma selbst ist gerade 165. So, how to obtain. Da sagt er mir, ja, muss ich kaufen. So. Den hier zum Beispiel kann ich über ein Event, obtain from the 7 Days of Supply Event, kriegen. Den muss ich wahrscheinlich wieder kaufen. Ja, purchase. Den kann ich schon wieder spielen. Obtain from an unknown Rally Event. So, und den kriege ich, meine ich, wenn ich Get a Season Pass, Survival Pass 1. Ich meine, den kriege ich, müssen wir gleich mal auf den Pass gucken, ab Stufe 100. Ja, den müssen wir wieder kaufen hier. Das war ja den, den wir vorher gesehen haben. Und den da unten. Also immer wenn How to Obtain steht, ist meistens kaufen. Weil Craft, habe ich festgestellt, kann man sich kaum Kleidung. Man kann natürlich auch im Spiel Kleidung kaufen, so hier. Chance of obtaining from an Airdrop Lucky Bag. Also, das ist wie ähnlich wie PUBG. Gibt es ja auch diese Lucky Drops. Muss man Bares in die Hand nehmen, um an Lucky Drops teilzunehmen. Wird hier genauso sein. Habe ich noch nicht getestet. So, der kostet hier Geld, haben wir festgestellt. Lightfoot, Pop Party, How to obtain wird auch Geld kosten. Ja. So, diese Sachen, ich nenne es mal diese einfachen Klamotten hier. Die gibt es, wenn man Mission oder Kapitel abschließt. Das kann ich aber gleich zeigen, wo die Kapitel sind. Ist also alles, muss ich sagen, ein bisschen, ich will nicht sagen undurchsichtig, aber doch recht kompliziert. Und man muss, ja, hier kann ich noch die Haare ändern. So, da könnte ich noch Tops ändern. So, obtained, ja, das sind also ein paar schicke Sachen, kann man durch Events kriegen. Die sind ja auch nicht schlecht, muss ich sagen. So, das sind die Hosen, Bottoms. Ja, Unterteile heißt es wahrscheinlich, soll es wahrscheinlich übersetzt heißen. Das ist ja hier der Standard, diese Buchse. Ja, Unterwäsche. Die hatte ich ja schon die ganze Zeit. Und die Schuhe. So, jetzt will ich aber hier wieder meine alten Klamotten anhaben. Na ja, komm. Everyday wäre so. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das. Oh, jetzt bin ich hier oben ohne. Das ist mir auch schon aufgefallen. In bestimmten Situationen ändert sich der Kleidungsstil. Ich vermute. Na komm, anziehen. So, ne, nicht anziehen. Ich vermute, das hat was damit zu tun, wo ich mich befinde. Also, eine Zeit lang war es so, als ich es gespielt habe. Als ich hier draußen. Ich bin ja jetzt drinnen. Also, als ich draußen rumgerannt bin, hatte ich andere Kleidung an als drinnen. Die hat sie dann automatisch umgezogen. So, dann überall auf der Map stehen. Ja, mit dem kann ich jetzt wahrscheinlich nichts machen. NPCs rum. Ja, der ist, hat jetzt keinen Bock auf mich. Das kommt wahrscheinlich noch. So, und ich habe jetzt hier mein Home, Heimstätter Homestead im Bereich des Camps von German Rock. So, jetzt will ich aber hier weitermachen und mich um Raven Shelter kümmern und muss die Mission hier nämlich mit Will Smith noch weiterspielen. Das habe ich zwischendurch noch gemacht. Ich habe jetzt ja von Level 5 relativ schnell auf Level 18 gelevelt. Ich habe zwischendurch eine Mission gemacht, da muss man. Ich vermute, die gibt es aber auch nur die ersten 7 Tage. Das nennt sich hier Moment. Da muss man Waisenkindern und Erwachsenen helfen, dass die, ich sag mal, Feste feiern. Das kann ich jetzt aber nicht mehr zeigen, weil ich es heute schon gemacht habe, ohne aufzunehmen. Man muss dann immer Kinder und hier Kinder Nursing Home
besuchen, da wo die Krankenschwestern sind. Und dann muss man tanzen und ein bisschen Musik machen. Das kann man alleine machen, dann kriegt man nicht ganz so viele Punkte. Oder im Team, da gibt es mehr Punkte. Dann habe ich zugesehen hier die Aktion mit Will Smith. Das ist hier Legend's Journey. Weiterzuspielen. So, hier kann man jeden Tag, die Nummer 7 geht noch nicht, sich was abholen. Das scheint ein Realm Wings Pack zu sein. Ich weiß aber nicht, ob das jeder Spieler kriegt oder nur Spieler, die diesen Pass haben. Ich vermute mal bald, dass kriegen nur Spieler, die den Pass haben. So, da kann ich jetzt verschiedene Events auswählen. Diese Reihe habe ich schon gespielt. Hope, Promise und Responsibility muss ich jetzt weiterspielen. So, dann gibt es noch Legion-Missionen, separate Missionen. So. Dann jeden Tuesday, also Dienstag, Freitag. Trey Jones will make. Ja, dann taucht er plötzlich irgendwo auf. Und dann muss man mit ihm, das habe ich auch schon gemacht, gegen Zombies kämpfen. So, und dann gibt es hier, das habe ich leider gerade verpasst. Gibt es hier Bonfires, ist ja nichts anderes wie Lagerfeuer oder Glücksfeuerparty, kann man feiern. Gibt es dann auch besondere Bonusse. Das gleiche ist, man wird ganz oft, kriegt man eine Meldung, ich weiß nicht, ob die jetzt hier unten ist, dass man zum Essen kommt, das habe ich hier gekriegt. Ja, Romantic Thanks for Two. So, ja, da habe ich jetzt irgendwelche Bonuspunkte bekommen. Ich vermute mal, das fürs Tanzen bin ich mir aber nicht genau sicher. So, da habe ich jetzt was von Shelly bekommen. Also meistens gibt es Silber oder Crafting oder Ausstattungsstücke. Ja, was habe ich noch gespielt? Wie gesagt, ich bin ein bisschen dann auch vom Pfad abgekommen. Hier sieht man hier oben ja noch, ich muss hier noch so ein bisschen Tonsteine bauen. Und da muss ich noch hier Legion's Creed weiterspielen, also hier Talk to Trey. Dann diese Ausrufezeichen hier oben auf der Map, das sind NPC. Da kann man Missionen annehmen, sogar das Side, also Nebenmission. Da bin ich auch so ein bisschen dann, ich will nicht sagen, außer Kontrolle geraten, aber habe dann ziemlich viele Side-Missionen gespielt. Und dann habe ich festgestellt, es macht Sinn, ja, dem Survival-Handbuch zu folgen. Das ist hier nämlich das Story-Handbuch. Oder ein Adventure-Guide. Und den sollte man scheinbar nach und nach abspielen, um auch die Teile zu kriegen und weiter freigeschaltet zu kriegen. Gut, das habe ich jetzt gemacht. Ich habe da 200 Holz gefarmt bzw. gekauft. Dann habe ich von Tony bei den Ravens musste ich Kleber kaufen. Dann musste ich meine Konstruktionswerkbank, die bei mir in der Hütte steht, benutzen. Daraus musste ich dann so ein Schränkchen bauen, in dem ich meine Sachen verstaue. Es steht ja auch Place a Pine Kabinett und dann sollte ich da was reinstopfen. Das ist My Homestead, habe ich jetzt gemacht. Arm Yourself bin ich noch nicht fertig. Also ich muss mich bewaffnen. Ja, weil ich, wie gesagt, immer abgelenkt war. Ich muss jetzt hier Rare Materials, ja, da brauche ich jetzt also seltene Materialien. Kann man auch auf Track klicken. Sobald man auf Track klickt, wird das links oben angezeigt, was man tun muss. Und das andere ist noch nicht freigeschaltet. So. Und dann gibt es logischerweise noch hier die Anekdote über die Wildnis. Das habe ich mir schon ein bisschen ja angehört. Oder man findet überall dann so Tagebücher oder Aufzeichnungen. So, das kann ich jetzt zum Beispiel starten. So, Charles Wisch, da wünsche ich ein Kind was. Ja, müsste ich jetzt 2021 Meter hin. Wird hier oben angezeigt. Müsste ich jetzt in Redwood Forest, um das auszuführen. Will ich jetzt aber gar nicht, denn ich möchte jetzt unbedingt hier das mit dem Stone weitermachen. So, gehen wir nochmal drauf. Na. Da, aufgehen bitte. So, das ist scheinbar das Storybuch, was man abarbeiten soll, muss. Da, das sind die ganzen Kapitel und die werden wohl erst später freigeschaltet. Die Kerle hier. Ja, ist wieder alles auf Englisch. Das hier habe ich scheinbar schon alles geschafft. The New Hope. Chapter 1, halt. So, Chapter 2, den Kerl habe ich auch schon kennengelernt, Dr. Michael und alles, was dazugehört. Toilette habe ich benutzt, dann musste ich meine Wäsche waschen. Also man wird so sozusagen rangeführt, was man hier alles machen muss, dass man überleben kann. So, Chapter 3. Ah ja, da habe ich mit
habe ich mit hier geht's noch weiter, sogar sehe ich gerade. Gorsch Warming, Warning, Status Report. Das Einzige, was mir auch noch fehlt, Sherry sagt die ganze Zeit, ich soll mir Klamotten besorgen, aber ich habe noch nicht rausgefunden, wo. Aber egal. So, wir machen jetzt erstmal hier, gucken, ob ich einen Report kriege. Begin Adventure, so. So, jetzt wird das freigeschaltet. Ron the Bank, The War Grant. So, jetzt erzählt mir Trey Stone Jones etwas. Leider spricht er nicht immer. Sure, he was scared at times and lost his way. But in the end, he was a brave man. Also es geht meistens immer um irgendwelche Leute, die sich geopfert haben, um gegen die Zombies zu kämpfen oder andere zu retten. So. Und ja, jetzt habe ich das sozusagen angespielt. Kann das jetzt abspeichern und dann auch theoretisch auf Facebook teilen, beziehungsweise auch hier mit meinen, ich nenne es mal Ingame-Freunden teilen. So, jetzt leuchtet der Trey Jones wieder grün, das heißt, es geht weiter. Jetzt kann ich hier, ich glaube, das, ja, das habe ich jetzt bekommen hier, das Responsibility. Und jetzt geht es hier mit Defend weiter, Begin Adventure. So, jetzt kann ich wieder mit dem quatschen. It's such an adorable puppy, Commander. So, da jetzt scheinbar irgendwelche Haustiere. Hinter mir fällt jetzt scheinbar ein Auto. Understood. I'll head over to Ashley's and see what's happening. Ashley. So, dann geht's meist per Schnellreise sofort dorthin. Jetzt in der typischen, nennen wir es mal Brotkrumen-Navigation, kann ich dann da hinlaufen. The door's open. Anyone home? Doesn't seem like it. I'll go in and have a look. There's a diary here. So, das ist wieder ein Tagebuch. Also Tagebücher einsammeln ist ganz wichtig. So, Gary has been a little lethargic and not his usual playful self lately. Ja, also das Spiel ist, wie gesagt, sollte man Englisch einigermaßen können. Klar, man kann es auch so spielen, aber vieles an der Story, ja, versteht man da nicht. So, ich vermute, ich muss jetzt einen Hund, ja, einen Hund suchen, wollte ich gerade sagen. So. That sounds like Gary. I'd better go down and check. So, was zum Beispiel nicht geht, oder nur selten geht, ich bin jetzt ja hier in so einem fremden Haus drin. Hier werde ich jetzt keinen Loot, also hin und wieder schon, keinen Loot finden. Hin und wieder gibt es dann so kleine Geheimnisse, die man finden kann. Ich guck mal hier kurz rein. Aber meistens werden die Geheimnisse auch oben auf der Minimap angezeigt mit besonderen Symbolen. Jetzt muss ich den Hund finden. Find the source of cries. So, ich soll jetzt der Quelle... Ach, das ist eingesperrt hier. Der Quelle des Schreis oder des Weinens nachkommen. So, das muss ich untersuchen. Also er ist schwach, aber er kann so laut bellen. Hey, Gary. Where's Ashley? So. Gary soll mir zeigen, wo Ashley ist. You wanna go and find Ashley? Is that it? Ja. Let's open the cage and see. So. Jetzt muss ich da hinten hin. Also man sollte auch immer genau die Punkte treffen. Und für jede Aktion, ich sag mal hier komplizierter, okay, Gary, where are we going? Desto länger dauert sie. I should follow him. Das heißt, man muss darauf achten, wenn man zum Beispiel gegen Zombies kämpft, dass, wie gesagt, manche Transaktionen oder Aktionen länger dauern, wenn man dann eventuell tot ist. So, hier ist irgendwas. Gary, are you all right? Der Hund liegt da. Ja, also jetzt, er will mir irgendwas mit seinem Gesicht. Oh, you're trying to tell me where Ashley ja, is? Mit meinem okay, mit, I've got it. Mit seinem be a good boy and wait here. I'll go get her. Mit seinem Gesicht will der Hund mir was zeigen. Gut. Jetzt wird mir wahrscheinlich angezeigt, wo ich hin muss. Find Ashley. Also ich weiß nicht, ob diese Brotgruben-Navigation irgendwann aufhört oder immer da ist. Das ist mir nicht ganz klar. So, und da ist jetzt ein Wolf oder was? Stay where you are. Oder ein anderer Hund, ein Wolf. Resolve the crisis. Jetzt kann ich den Hund natürlich... Ich denke, ich muss ihn töten. Das heißt, ich sollte jetzt hier oben eine Waffe auswählen. So, Peng tot. So, jetzt kann ich hier mit Ashley reden. Hey there, you're hurt, buddy. And what are you doing here all alone?
I'd like to find meat to cook a bowl of soup for Gary. I've no idea where those big guys came from. Terrifying stuff. But I'm not so easily bullied. My young, naive friend, this is a wolf. It's a good thing I came when I did. A little later and your head would be in its mouth. Let me bandage the wound for you, and then I'll go about fixing you some food. How's that sound? Oh, thank you. You're a wonderful person. So, jetzt muss das Mädchen verbinden. Das Mädchen hat scheinbar gedacht, der Wolf ist was zum Spielen, wollte es abrichten und dann auch noch Essen irgendwie machen. Das ist einfach in die Hose gegangen. So, jetzt muss ich Hunting. Jetzt kann ich den Wolf wahrscheinlich abluten. Das passiert zum Beispiel auch in der freien Wildbahn, wenn ich Tiere töte. Das habe ich also auch schon gemacht. Zum Üben. So. Jetzt muss ich wieder zum Mädchen zurück. I think all this meat should be enough to last Gary a few days. Hey kid, we should get back. Return and give Gary some soup. Aha. Der Hund soll Suppe kriegen, Gott. Also muss ich Gary is my best friend. Muss ich dem Hund jetzt wahrscheinlich Suppe Gary kochen? Was always there for me. He's the only reason that I wasn't afraid. Gary's favorite thing is rolling around in a sunflower field. Gary! Gary, what's wrong? Why did you come out here instead of staying at home to rest like I told you to? Ah, der Hund sollte zu Hause bleiben, der Wuff. Oh, it's worried for you, youngin. You two can be a real handful. I'd like to teach you both a good lesson, but first we've got to get the heck out of Dodge. It's getting dark and it's dangerous in the wild at night. But it looks like Gary can't move. Sure, I'll take it home for you. Muss ich jetzt wahrscheinlich tragen, den Hund? Ja, schon gedacht. So, jetzt steht hier, dass die Sterne am Himmel, ja, war zu schnell blitzen. Und es kalt wird. Where's Gary gone? So, jetzt Where could he be? Jetzt gibt's hier die Scout. Jetzt kann ich Scout, das ist wie so ein ja, halt Scouten suchen. Hundi. Was will er? So, jetzt muss ich mich konzentrieren. So, der Hund ist abgehauen. Mit diesem Modus hier, ja, der Spürmodus, sehe ich dann halt solche Spuren. Das hatte ich schon mit Menschen. Da musste ich nämlich einen armen Kerl, der von Zombies attackiert worden ist, musste ich auch so suchen. Also der Hund weiß, dass er jetzt stirbt. So, und er guckt noch nach seiner jungen Herrin. Ja, er möchte jetzt Looks sozusagen like you don't sterben. Want Ashley to see you die. Oh. Ach so, und das Mädchen soll nicht mitkriegen. Ashley, what are you doing out here? Das Mädchen sollte nicht mitkriegen. Gary, have a bowl of soup. It'll make you feel a lot better. You gotta be strong. You hear me? Das Mädchen sollte jetzt nicht mitkriegen, dass der Hund stirbt. So, das Mädchen steht, diese Sache ist. Ashley, you and Gary love each other. So he will not leave you. It's just way too tired and needs to return to its home planet to get some rest. But I don't want him to go. But darling, you don't want Gary to keep suffering, do you? And he'll still keep watching over you, I promise. Why not go and say goodbye? So. Gary! Tja. Gut, das ist halt so eine Apokalypse, so. Ja, Hund schläft jetzt schnell ein, schließt die Augen in Ashleys Arms, Armen. Ja, jetzt haben einen Grabstein gebaut. I miss you! Weil manchmal sind die Texte zu schnell. So. Gary, are you really returning to your planet? Will you return to visit? Relax, we're good friends. It won't have forgotten you. But I really miss it. Ja, es ist Mädchen vermisst den Hund jetzt. So, Transmission, guck mal, was jetzt passiert. Jetzt kommt ein neuer Hund. Ach, jetzt kommt Papi, also Welpe. So. Das heißt, der Hund ist jetzt sozusagen transformiert worden. Special.
special mission? So, also ist Garys Welpe sozusagen, steht ihr? Yes, I will. For Gary. So, sie nimmt I'll take good care of den Hund jetzt an. Will auf ihn aufpassen. So, zack. Gut, das manchmal auch im Spiel. Hat man schwarze Bildschirmmusik. Ich weiß nicht, ob das so eine Art Ladebildschirm ist oder ob das Spiel ein Problem hat. Das passiert ganz oft. Oder ob da jetzt ein da so eine Zwischensequenz-Video laufen sollte. Das passiert leider ganz oft. Also ich vermute, die müssen auch noch patchen, die Jungs. Ich weiß, dass auf dem PC gab es schon Mini-Patch. Aber weder für Android noch für iPad ist was gekommen. So, jetzt geht das wieder weiter. Jetzt kann ich hier die Story wieder weiter anklicken. So. Adventure wieder annehmen. Protection. Jetzt erzählt er mir was. So. Jetzt geht es um das Mädchen gerade und den Hund. That was a great idea, sir. Good work. Ja. Sir, I think you might actually have a heart. Looking after the kids is what keeps us all going. Thank you, officer. So, das kann ich jetzt wieder abspeichern und dann wieder teilen, das Bild. So, jetzt kann ich die Belohnung dafür abholen. Da leuchtet auch schon das Geschenk. So, da habe ich jetzt Basic. Ja, Basic Materials hast du wahrscheinlich bekommen. So, jetzt geht's hier weiter. Beginn Adventure. Ja. Gucken. Was erzählt er mir da jetzt? Geht noch nicht los. Beginn Adventure. Was will er jetzt von mir? Noch gar nichts. Ein Stück, manchmal ist es auch so, muss man ein Stück zurücklaufen, warten und nochmal hin. So, jetzt will er mir wieder einen Reward geben, aber ich wüsste nicht welchen. I realize. Ja, manchmal ist es so, dann wird hier plötzlich im Spiel auf der Map irgendwelche, ja, wieder so Brotkrumen angezeigt, dass man hin muss. Es kann sein, dass ich da oben noch hin muss. Da muss ich wahrscheinlich unten im Progress, aber bin ich wieder da, wo ich war. So, das habe ich gemacht. Ach ja, jetzt kann ich das wieder teilen. Kriegt dafür noch 1000, 10.000 Silber. So, Begin Adventure. Ne, geht jetzt nicht, komischerweise. Kann aber sein, dass man das tageweise nur spielen kann. Da steht ja oben, complete the daily tenet to get exclusive rewards. Kurios, weil hier oben leuchtet es ja. Und ich könnte es jetzt theoretisch starten. Aber erlaubt es mir nicht. Ja, Begin Adventure. Gott, also das scheint hier buggy zu sein. Dann gehe ich mal nach draußen. Zu dem. Ist der NPC weg? Ist er mein grüner NPC hier? Nee. Da muss irgendwo ein NPC sein. Hier. Ich glaube, hier drunter steht ein Mädchen. Ja, mit der habe ich wieder ein Mädchen. So. Chat. Therese. Also geht es immer um. Ganz oft um Kinder, die irgendwie Probleme mit ihren Eltern haben. So, ich vermute, das Mädchen, was ich jetzt suchen muss, ist abgehauen. Die wollten großen Bären sehen. Ah, you have a camera, can you? Ja, und ich soll jetzt wahrscheinlich los. Und für das Mädchen, ja, ist wieder eine Side-Mission wahrscheinlich. Und soll jetzt für das Mädchen ein Bärenfoto machen. So. Wie gesagt, mit vielen NPCs hier kann ich noch gar nicht sprechen. Hier an diesen Ständen gibt es dann Sachen zu kaufen. Das ist ja hier die Funk-Lady.
Hier ist wieder eine Bushaltestelle für eine Schnellreise. Die sollte man, wie gesagt, wenn man an Orte kommt, an denen man noch nicht war, sollte man die immer freischalten. So. Komischerweise hier diese Klamotten-Lady. Da, ja. Ich vermute, weil ich in der Mission noch nicht so weit bin, kann ich noch nichts kaufen. Bei ihm kann ich was kaufen. Ja, aber der hat hier nur, ich nenne es mal Verbrauchsgegenstände. Der verkauft mir Baumaterial. Da habe ich zum Beispiel auch hier, weil ich die Superglue konnte, habe ich nicht geschafft, selbst zu bauen. Also man kann ja vieles oder ich behaupte mal alles irgendwie craften. So Ton braucht man auch ständig. Kann ich ein bisschen was kaufen von. Muss ja nicht so viel sein. So, bye. Was hat er noch? Zement. Was ich ganz dringend brauche, ist... das kriege ich aber nicht bei ihm. Sind Waffenteile, dass ich meine Waffen aufrüsten kann. So, jetzt müsste ich ja eigentlich die Mission spielen für das Mädchen, aber ich latsche jetzt nochmal zurück. So, und hier an sie, hier Prip, gehört Armatal Italia an und hat unter ihrem Logo eine 11. Ich war doch eine 11 gerade. Was war es, eine 11 oder 2? Gar nicht richtig gesehen. Das zeigt so ein bisschen, glaube ich, den Status an, wie weit man sich hochgearbeitet hat. So, jetzt muss ich gerade mal selber gucken. Wie gesagt, das Spiel ist relativ, ich will nicht sagen unübersichtlich, aber... War das bei Skills? Nee, Mann, das war irgendwo beim Namen, kann ich das sehen. Bei Settings, glaube ich, oder? Ich bin mir dann nicht so sicher. Das ist immer... Ich muss auch jedes Mal suchen, wenn... Settlement, ne. Wo war das? Oder was? Backpack? Reinforced? Ne, das sind Waffen aufrüsten. Das ist Reinforced. Also bei den Klamotten war es auch nicht. Es war an einer ganz dösigen Stelle versteckt. Ja. Gute Frage, nächste Frage. Im Pass war es auch nicht. So, passt es auch so. Hier kann ich an Events teilnehmen, dass ich schneller levele. Und wenn ich unbedingt Level hoch gern kommen will, kann ich das natürlich auch hier wieder gegen Bares kaufen. Hier ein Level kostet mich dann hier 40 von dem Echtgeld. So, das will ich aber gar nicht, sondern... Ich muss gerade gucken, wo ich das hier am Tablet sehen kann. Trade Survival Pass. Ich weiß, dass ich meinen Charakter optimieren kann, den Namen ändern kann und alles, wenn ich eine Namensänderungskarte habe. Aber ich hier Roll, glaube ich, oder? Nee. Das sind Sachen, die ich sozusagen freigeschaltet habe. Ich kann Holz hacken. Dahinter sind dann Charaktere, die kann ich dann aufrüsten. Und ich habe den Eindruck, das kommt mir so ein bisschen vor, so ähnlich wie Rettet die Welt. Fortnite rettet die Welt. Je stärker die sind, desto mehr kann ich leisten. Aber da wollte ich jetzt gar nicht hin, sondern... Da ist nur erklärt, wie man craftet. Neue Waffen. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wo kann ich meinen Charakter nochmal anpassen? Da kann ich... Wurfwaffen ausrüsten oder Settlement? Puh. Ich glaube das auch nicht. Unstuck. Kann ich linken Backpack was auch nicht? Oder was Survive? Ich muss gerade mal selbst überlegen. Nee. Ich meine, das wäre hier oben gewesen. Special Upgrade und Pass war es nicht. Ja, hier gibt es dann wieder eine andere Währung. Hier diese... Ich weiß gar nicht, wie sie heißen. Diese Kreuze. Die kriegt man aber scheinbar nur, wenn man den Glory Pass hat. Activate Glory Pass to read the following items. Leaderboard. Aber da wollte ich gar nicht hin.
Was bei Achieves? Kann aber sein, dass das nur angezeigt wird, wenn ich in meiner Heimat... Ach nee, hier oben, da, blöd. Da kann ich es ändern, so. Muss da oben auf meinen Rang. So, das hier sind zum Beispiel die maximalen XP, die ich aktuell erspielen kann, wenn ich nicht aufrüste. Das ist dann hier auch erklärt. Die Server haben auch so ein Level Cap. Das heißt, ich kann auf dem Server, auf dem ich gerade spiele, maximal 38 werden. Dann ist hier aber erklärt, also Level 38 und Homestead ist bei 25 gecapped. Dann ist aber erklärt, wie man das dann hochsetzen kann. Da wollte ich aber gar nicht hin, sondern hier kann ich den Titel von mir ändern. Ich heiße jetzt Survivor. So, House obtained after getting to the Raven Camp, also und dann eine Nacht des Schlafen, das hat also jeder, gibt maximal plus 6 HP, dann Mannequin könnte ich ausrüsten, everyone loves a good taste in fashion, also ich glaube, als ich meine ersten Klamotten angezogen habe, own 10 Outfits, Armor Piecing plus 3, gut, und Warm Cabinet, achso, 10 Stücke, Möbelstücke habe ich. Ja, also Survivor haben scheinbar alle, die angefangen haben. Ja, es geht hier hoch bis irgendwas. Also je stärker oder je besser man gearbeitet hat. So, und dann gibt es hier noch scheinbar Auszeichnungstitel, Role-Titel, Achievement-Titel habe ich jetzt. Dann gibt es Role-Titel. Also es ist ja ziemlich wild. So, und dann kann ich meinen Skin noch ändern. Also sprich oben diesen Adler, das erklärt, wenn man den kriegt. Reach Bidding Raven 5 to unlock. So, use by permanent. So, da, um das zu kriegen. Hey, up and camera, this is proof. Ja, da muss ich dann Bidding Level, ist das, nach 4. Ist kurios. Zähl die falsch rum. Ach so, das sind wahrscheinlich so eine Art Tierlevel, die rückwärts zählen, nehme ich an. Weil das ist die 4, das ist die 3, 2, 1. Und dann gibt es die Iron Raven, ja. So, dann Elite Eliminator. Reach Building Soldier. Ja, also man muss, ich sag mal, wie ein Weltmeister grinden und machen und tun. So, diese Namensplakettengesichter. Purchase in the Appearance Shop. So, das kostet aber kein Echtgeld. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mein Gesicht, also von meiner Plakette, diese Tante hier haben wollte, und da muss ich Level 35 werden, um die zu kriegen. Sagen wir, ich wollte sie dir ausrüsten. How to obtain. Da ist sie erklärt. Obtain. So. Dann geht sie in so einen Appearance Shop. Kostet mich dann aber nur hier in-game. Also kein Echtgeld. Nur in-game. So. Ich bin jetzt der Wanderer-Avatar und wenn ich unbedingt Wilderness Hunter sein möchte, also Soul Aus bedeutet, weil ich das schon besitze, ich hätte jetzt gerne diese Troller hier, Unlock the Wilderness Hunter-Avatar, ja. Ob mir das was bringt, weiß ich nicht. Ich denke mal, das ist nur reine Optik und aktuell ist es wahrscheinlich reduziert, weil das Spiel neu ist. So, aber mein Mädel sieht ja so aus, also warum soll ich das ändern? Dann lassen wir es doch so. Zumal ja nicht erklärt ist, dass es an meinem Charakter was ändert. So, dann gibt es hier noch die Rahmen um ein Bild. So, how to defend your own with strength and honor. Ja, hold the line. Also, dann muss ich, gibt es hier so Missionen spielen. Gibt es eine, die heißt zum Beispiel hold the line und dann muss ich der Beste sein. Dann, was ich jetzt rausfinden konnte, hier steht ja so ein S mit so einem Rating vor. Das kann ich scheinbar verbessern, indem ich... Moment. War das hier? Ja, hier. Indem ich meine Waffe, meine Panzerung, meine Ausstattung und so weiter, dann meine Charaktertalents, Camp Training, da habe ich scheinbar noch nicht dran teilgenommen. Ich vermute, jetzt könnte ich Improve klicken, damit das erklärt, was ich machen muss. Ja. Upgrade Training Camp Level 1. Ja, da muss ich. Ich meine, es gab so ein Trainingscamp. Hätte man gesagt, Drill Instructor. Da muss ich dann, glaube ich, irgendwelche Missionen annehmen. Aber da muss ich mich auch dann auch mal in Ruhe, ehrlich gesagt, beschäftigen.
das Spiel, ich will nicht sagen, ist unübersichtlich, aber es überflutet einen mit Infos. So, jetzt gucken wir, ob ich jetzt die Story annehmen kann. Nö, scheinbar nicht. Muss ich oben weitermachen? Das Bier. Muss ich da einen Bären craften? Aber er ist gesperrt. Ja, hier komme ich irgendwie nicht weiter. Begin Adventure. Ja gut, dann mache ich erstmal diese andere Mission hier. Ist ja wie gesagt auch nur zum Testen auf dem iPad mal. Ich werde auch wie gesagt nicht alles aufnehmen, sondern das war jetzt einfach nur der Vergleich. PC auf iPad. Also ich muss sagen, das Spiel gefällt mir schon ganz, ganz gut für ein Mobile Game. Die PC-Umsetzung könnte ein bisschen besser sein. Da wird wahrscheinlich, oder ich hoffe noch was passieren. So, jetzt muss ich im Dunkeln. Ach, da muss ich jetzt ein Foto machen. Find the Shelter, ja. Jetzt muss ich aufpassen. Ich hatte auch schon mal fast einen Blitz erschlagen. Und das ist der dicke Bär. Der Supi. Der greift jetzt natürlich an. So, den kann ich jetzt abluten. Ich soll jetzt aber scheinbar den Bären für das Mädchen fotografieren. Ist der Fotopunkt weg? Also es gibt auf der Map hier sogar eine Fotopunkte. Aber warum das nicht angezeigt wird, mehr weiß ich nicht. Ich denke mal, der buggt. Dann kommt da so eine Meldung, man soll sich da... Kommt dann Login und dann kann ich ein im Prinzip Selfie von mir machen. Aber wahrscheinlich geht es jetzt nicht mehr, weil ich die beiden Bären leider getötet habe. Oder ist buggy. So, der Login-Punkt wird da auch angezeigt. Oben auf der... Ja, kann aber auch sein, dass ich jetzt... Weil jetzt ja die Warnung kam, Feind ist Shelter, also ich soll einen Unterschlupf oder einen Bunker finden. Dann tue ich das mal. So. Ich könnte jetzt zum Beispiel, da ich nicht kämpfe, per Schnellreise... So, ich hoffe, das zählt ja als Shelter. Könnte ich jetzt natürlich auch nach Hause reisen. So, warten wir ab. Kam da irgendwie eine Meldung. The Dancing Bonfire, ja. Gut, habe ich jetzt nicht dran teilgenommen. More Gifts. Global Gift, was gibt's da? Ja, jetzt kann ich zum Beispiel an mein Camp, wenn ich genug Geld hätte. Es ist natürlich richtig teuer, wie man sieht. 2000. Good Wishes Send Gift. So, wenn ich jetzt draufklicke, ja, müsste ich 2000, also ich würde dann 2000, das ist ja in echt Geld, quasi nicht bezahlbar, könnte ich dann an mein Camp schicken und das wird dann scheinbar irgendwie aufgeteilt und ich steige dann irgendwie in der Gunst meines Camps auf. So, machen wir es jetzt nochmal. Aber jetzt ist ja kein Bär mehr da. So, jetzt läuft da oben schon wieder eine Uhr. Also wie gesagt, man kommt hier von Mission zu Mission. Ich muss den Bär wahrscheinlich... Ja, irgendwas stimmt hier nicht. Wie soll ich den Bär fotografieren? Ich hab ja so keine klassische Kamera. Ich muss das ja auf den Punkt hier machen. Jetzt müsste eigentlich eine Meldung kommen. Take a picture. Ja, kommt aber nicht. Total Bewehr auf BS. So. Passiert nichts. Kann ich da nochmal hinklicken? Jetzt geht der Bär mir gerade auf den Sack. Muss ich ihn leider töten. Ja. Also ich vermute, die Mission hat ein Problem. Take a photo the beer. Was in Deutsch? The beer outside. Ich meine Englisch. Take a photo the beer. Outside the shelter, ja. Das ist ja, ich vermute mal, von chinesischen Programmierern und Entwicklerinnen gemacht worden, das Spiel. Ja. Ist wahrscheinlich ein bisschen schlecht übersetzt, deshalb wahrscheinlich auch nicht auf Deutsch. Das habe ich, wie gesagt, öfter, dass dann manche Missionen nicht so funktionieren. Aber dieses Apfelzeichen, also dieses Obstzeichen heißt, dass ich hier
lootbares Obst und Gemüse befindet, sprich das da. Das kann ich dann zum Kochen verwenden. Jetzt habe ich aber hier die meine freundlichen Willis. So, die kann ich übrigens auch uploaden, die Zombies. Der hat jetzt sogar schönes Serum für mich. So, immer wenn ein Punkt auf getöteten Tieren, Zombies oder auch Menschen ist. Es gibt nämlich noch so eine, habe ich auch schon kennengelernt, musste ich auch schon kämpfen. So eine bösartige Fraktion, die nennen sich The Clowns. Die muss man natürlich auch oft töten. So, ich glaube, dem Kollegen geht es genauso wie mir. Das habe ich auch schon öfter erlebt, dass man da nicht weiterkommt. Und man merkt dann anhand der Mitspieler, dass die scheinbar in der gleichen Mission sind. So, jetzt hänge ich hier fest. Also die Mission muss ich jetzt wahrscheinlich abbrechen. Da spawnt jetzt auch kein Bär. Jetzt kann ich hier wieder auf ihn klicken. So, Begin Adventure. Jetzt spawnt sie da automatisch hin. So mag es sein, dass ich das machen musste, damit ich die Mission starten kann. Also ich gehe davon aus, dass... Nee, ist gleich in grün. Gut. Jetzt muss ich wieder 208 Meter, aber das ist wieder das Mädel da draußen mit ihrem Bären. Ja, ich gehe mal davon aus, hier komme ich jetzt nicht weiter. Das heißt, ich muss ja jetzt hier noch weitermachen. Find Captain Gordon to learn about the situation. So, dann klicke ich mir auf... So. Jetzt muss ich mit jemand anders quaken. Ach, so sieht das also aus, wenn jemand im Badeanzug rumhat. Interessant. Mich selber kann ich ja schlecht angucken. So, und jetzt... Was erzählt ihr mir hier? Ah ja, da lerne ich jetzt... So. Jetzt kann ich zum Beispiel im Team kämpfen. Also ich kann das Auto-Matching machen. Das funktioniert aber hin und wieder nicht, habe ich festgestellt. Ich will mir das andere mal anhören. Was er da erzählt. Oder ich kann selbst ein Team gründen. Jetzt sage ich Join as a Team Auto-Match. So, jetzt guckt das System. Welche Spieler in der Nähe sind. Dieses Science Hill ist der Ort. Jetzt brauchen wir noch einen dazu wahrscheinlich. Ne, quatschen will ich mit denen jetzt nicht. So, jetzt kann ich darum bitten, dass ich Captain sein möchte. Möchte jetzt aber nicht. So, bis erst einer sagt hier, ich bin Captain, kann man das spielen. Also es gibt Events, die kann man... So, oben da mit dem Silberzeichen. Ja, has to be... So, die möchte jetzt Kapitänin sein. Jetzt müsste eigentlich die Meldung kommen. Sind wir mit einverstanden, aber jetzt ist da ein raus. So, jetzt soll ich der Captain sein? Ja, komm, go to event. Na gut, passiert nichts. Wir brauchen noch einen. Ja, except. Jetzt will der andere Kapitän sein. Soll er? Ist mir egal. Hauptsache, wir können spielen. Das habe ich ganz oft in Missionen, dass die Leute sich da nicht, aber also alle Chefs sein wollen, nicht einig sind. Wir brauchen jetzt noch einen vierten. Drei von vier, ja. Jetzt müssen wir warten. Also das habe ich schon mal bei Missionen gehabt. Da musste ich ein Gebiet von Zombies befreien. Das ging auch nur zu viert. Das kam mir so ein bisschen vor wie Ghost Recon and Breakpoint auf Golem Island. Wo man ja auch nur zu viert teilweise spielen kann. Und wenn einer die Mission verlässt, das Raid, dann ist das Raid für den Hintern. Ja, und jetzt können wir wahrscheinlich hier wieder warten bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, bevor die Mission startet. Wir brauchen hier dringend einen dritten. So, jetzt kann ich gucken. Einer meiner Freunde online ist, ob er mitspielen möchte.
Aha, ist einer zugekommen, perfekt. So, jetzt müssen wir Western Outpost. Müssen wir jetzt wahrscheinlich. Muss ich jetzt alleine spielen? Ich glaube, die anderen sind gar nicht dabei. Captain Nero. Please wait for Captain to submit. So, ach, das ist der Captain. Ich muss auf den Anführer warten. So, gib mal Gas. Following team members are too far away and cannot turn to mission. Ah, jetzt sind die anderen irgendwie weggespawnt. Habe ich auch ganz oft. Markus B is too far away. Na, supi. Aber das Spiel, das soll ja, I've marked a spot. So, hier ist ein Fotopunkt. So, check in. Jetzt kann ich den Punkt hier fotografieren. Kann ich jetzt ein Selfie theoretisch von machen, wenn ich oben drücke. So, zack. Dann wird das hier freigeschaltet, das Gebiet. Für mich. Und wenn hier jetzt noch eine Schnellreise-Bushaltestelle wäre, jetzt müssen wir warten. Ja, jetzt müssen wir warten, bis der nächste kommt. Das muss ich auch noch freischalten, die Bushaltestelle. Ich denke manchmal... Except. Ich will jetzt die Bushaltestelle schon freischalten. Captain is calling the team, da. So. Go. Jetzt kann ich da wieder hin. I've marked a spot. Ja. So, wir können jetzt scheinbar starten, warum auch immer wir das können. Wenn wir nur zu zweit sind. Verstehe jetzt nicht so ganz. So, das muss hier. Deliver the first aid. Also, wir sollen die. Kurios, dass wir das nur zu zweit spielen können. Wir sollen die Erste-Hilfe-Kästen. So. Na komm. Zum Außenposten liefern. Ich vermute, das hatte ich auch so eine Mission schon, dass wir das gleich im Auto machen müssen. Also es gab eine Übungsmission. Check the spark plug in the power, then check the gas tank in the carburetor there. I've been having trouble sleeping. So, Level Up. Es gab schon ein Level Up dafür. So, das kann ich jetzt nicht unterbrechen. Das ist sozusagen Autorun. Finding a Route. Also Brotkrumen-Navigation automatisiert. Sound of... Star, jetzt müssen wir da scheinbar was... Activate. When the needle is activated, tap to stop the spinning. So eine Art Tresor ist das, ne? Ja, Tür auf, Gott. Finding a route. Also mich wundert, dass wir das jetzt zu zweit spielen können. Finde ich ein bisschen merkwürdig. The code transmission. When the needle is activated, tap to stop the spinning. Also man soll das Drehen aufhören. Unlock the single zone with the needle pointed at. Unlock all zones to complete the decoding. So, ja. Finding a route. So, jetzt sollen wir gegen Eulen Gangster oder was kämpfen. Stand da gerade. Aber ich weiß nicht, wie ich kämpfen soll. Das ist manchmal auch komisch. So, jetzt muss ich mal ganz schnell heilen, schnell was mampfen. Beziehungsweise schnell mal heilen hier. Das ist ein Riesenzombie. Der kann Feuer spucken oder werfen. Noch ein Büffel.
Wenn man unter Rad geht. Was? A new mode, the survival of the fittest in the blockade to keep guard up. Tap to few yard. Das macht einen wahnsinnig. Ich will jetzt hier aber kein Game-Wiki. Das ist ganz merkwürdig, dass es da plötzlich... The homestead level is too low, which means you won't be able to increase the level. Ja, jetzt muss ich dringend meinen Homestead, also meine Heimstätte, zwischendurch verbessern. Dazu muss ich aber wahrscheinlich hier oben noch das mit den Steinen und dem Ton machen. Investigate. Find the marks left. Oh, da waren es wieder Zombies, die hätte ich jetzt mit dem Messer im Nahkampf niedermolchen können. Also das Messer, dieser Nahkampf, oder Melee heißt es ja auf Englisch, oder Melee-Funktionalität ist nur... Also man kann es einstellen, dass man sie immer sehen kann. Jetzt sind ja wieder die Eulen. Jetzt ab mit der Knallkopf. Ich will auch nicht so abhaust, mein Freund. So, den kann ich jetzt komischerweise jetzt nicht mit dem Nahkampf platt klöppeln. Und abluten. Ach, den kann ich abluten, oder? Und Hunting. Ne, den Fettbobs. Also manche Tiere, ja. Davon darf ich erst abluten. Ab einem gewissen Level leider. Finde ich schade. Weiß ich den wahrscheinlich auch ab Level 30. Ja. Muss wahrscheinlich dem Kollegen gerade helfen da. So, da ich ja den ganzen Tag arbeite, ja. Ach, er hat eine MG gedroppt. Open, open. So, was müssen wir jetzt machen? So, jetzt hat der andere die Mission verlassen. Ich bin jetzt Kapitän, ich hoffe. Ich hoffe, ich habe das jetzt geschafft. Abluten kann ich dir nicht. Und das finde ich, das geht dann oft zu schnell, diese Meldungen. Man hat dann gar keine Chance. Und das Spiel ist ja, muss ich sagen, grafisch auch relativ gut gemacht. Dafür, dass es... wie heißt das? Ja, ein Free-to-Play-Titel ist. So, jetzt kann ich da oben... Ja, Mission Channel ist dann, da oben steht nämlich nichts mehr. Requested, da fragt jetzt einer, er möchte gern ins Team. Will ich jetzt aber nicht. So, das heißt, ich gehe jetzt wieder zurück zum Raven Shelter. In der Hoffnung, I've marked a spot. So, jetzt bin ich Teamchef, aber bringt mir nichts. Wir sind ja alleine. Also man kann mehrere Missionen im gleichen Team spielen, das habe ich auch schon mal getan. Ja, wie gesagt, mein Homestead-Level ist zu schwach. Das heißt, ich muss jetzt dringend... Ich muss erstmal das Team verlassen. Also was scheinbar auch geht, wenn ich jetzt im Team drin bleibe, kann mein altes Team, glaube ich, meine ich wieder mir beitreten. Combat Instructor, willst du was Neues von mir? Ja. Der erklärt mir jetzt was. Ja, da kann ich jetzt Hold the Line machen. Das ist Kämpfen gegen Zombies, aber das möchte ich jetzt nicht. Ich würde gerne mit E-Mail weitermachen, aber das scheint ja immer noch buggy zu sein. Vielleicht kann ich das wirklich erstmal. Ne, er macht nichts. Ne. Schade. Begin Adventure. Ja. Habe ich keine Chance. Kann ich vielleicht würde ich erst eine Tasche. Vielleicht ist wirklich tageweise, dass man spielen kann. So. Ja, da hinten ist jetzt auch weg. Was kann ich hier? Ja.
Hier bin ich jetzt auf Maximum Level. XP komme ich nicht höher, kann ich machen, was ich will. Ich muss jetzt dringend mein hier Homestead machen. So, das heißt, ich muss jetzt entweder go to Crafting. Ach, kann ich jetzt? Ja, stimmt, ich habe vorher Ton gekauft. Jetzt kann ich das machen. So, go to Crafting. Jetzt spawnt meine Lady hier. Ich weiß gar nicht, wie der Charakter heißt. Spawnt jetzt an ihre Werkbank. Ja. So. Und mein nächstes Problem wird dann nämlich sein, so Process. So. Jetzt habe ich natürlich nicht aufgepasst, wie viel ich davon craften muss. Aber ich sag mal, Tonsteine kann man, denke ich mal, nicht genug haben zum Bauen oder zum irgendwas verbessern. Nehmen wir mal 20. So, da hieß es ja Cheat Material brauchte ich noch. Machen wir mal 10. So, vielleicht reicht das ja. Dann muss ich irgendwann wieder Super Clue kaufen. Hier leuchtet auch noch was. Ja, die Clays reichen scheinbar noch nicht. Kann ich aufholen. Das habe ich auch noch nicht rausgefunden, ob ich mein Homestead auch, also meine Heimstätte auch aufrüsten kann, wenn ich nicht an dem Schild stehe. Das muss ich nochmal ausprobieren. Open the gate. So. Homestead Management. So, kann ich jetzt aufrüsten? Upgrade geht. The Duty Squad welcomes you each week the camp. Aha, gut. Das war jetzt auch wichtig, der Aufstieg. And your team. Ja. Also ich kann jetzt scheinbar an irgendwelchen. So, ich muss weiter aufrüsten. Basic Materials needed. Claybrick 1. So, das heißt, ich muss da nochmal rein. Ah, meine Tür ist jetzt stabil. Ach, sieht alles ein bisschen stabiler aus jetzt hier. Außer da drin natürlich. Das sieht noch so aus wie vorher, aber wahrscheinlich kann ich dann, da mein Level jetzt höher ist, wahrscheinlich auch, hoppla, auch die Wände aufrüsten. So, jetzt muss ich Claybrick, aber der ist jetzt hier wieder nicht. Ja, kann ich wieder nicht. Nö. Ja, jetzt muss ich hier wieder anklicken. So. Zeigt mir an, dass ich noch. Dass ich. Jetzt zeigt das erst ganz merkwürdig. Jetzt zeigt das mir wieder an, dass ich es bauen kann. Ganz komisch. Scheinbar brauche ich da doch ein bisschen mehr als gedacht von dem Zeug. So, Craft. So, ich meine, ich habe aber schon. Bin mir nicht sicher, die Funktionalität gefunden. Ich muss mich gerade heilen. Auch außerhalb von dem Schild oder des Schildes oder mein Homestead aufzurüsten. Sicher bin ich mir nicht. So, jetzt kann ich doch nochmal aufrüsten. Nee, oder nicht? Moment. Doch, einmal geht noch. Nee, was fehlt denn noch? Jetzt brauche ich diese ollen Bretter hier noch. Mann. Und das finde ich dann schade. Jetzt kann ich wieder find a way. Ja, jetzt läuft Mutti wieder zurück. Das brauche ich die Bretter. Not enough material. So, ach ja, jetzt fehlt mir die Super Glue. Jetzt, wenn ich Glück habe, ich bin mir nicht sicher, habe ich die in mein Kabinett gestopft. Weil zwischendurch ja mein Rucksack mal voll war. Aber wahrscheinlich habe ich hier keine Super Glue mehr drin. Nee. Lager ich ein bisschen um die Sachen. So. Jetzt habe ich da wieder 11 Meldungen. Upgrade Homestead. Confirm. Level Cap Prompt. Please increase your Homestead. Increase. Ja. Gut, das heißt, ich muss jetzt Kleber finden. Das finde ich. Das muss ich wieder hin. Process sagen. So, jetzt wird das wieder nicht an. Alles ganz, das ist merkwürdig, weil man mir jetzt hier nicht anzeigt. So, da. Damit ich nicht das oben gleich anzeigt. So, jetzt.
nicht die Bretter. Jetzt brauche ich Super Clue. Jetzt kann ich natürlich sagen, ich kann Material recyceln. Will ich aber nicht. Quatsch, nicht obtain. Ich will den Kleber kaufen, Jungs. Obtain Material. Obtain Building Shop, so. Das kann ich Gott sei Dank auch aus der Ferne kaufen. Maximal will ich nicht. So ein Scheiß. Wieso will ich nicht? 100 Kleber ist mir schon viel. Hallo. Und 20 kostet einer. Ja gut, komm, dann nehmen wir immer 50 Kleber, sind 100 bei. Quatsch, sind eigentlich 100, also 1000 natürlich. Kostet ja, ein Kleber kostet 20. So, Holz habe ich genug in meinem Vorrat. Das heißt, ich kann erstmal ein paar Bretterchen zusammendödeln. Nee, da habe ich nicht genug Holz. 15. Wie gesagt, die Bretter brauche ich auch, um, wenn ich wollte, hier um Möbelstücke. So, da kann ich jetzt zum Beispiel ein besseres Klo mir bauen. Toilet with Trash Can, also mit Mülleimer nebendran. Kann ich dann bauen. Ich wusste zwar nicht, dass eine Toilette aus Holz besteht, aber egal. So, jetzt habe ich ein bisschen was gemacht und oben leuchtet wieder alles rot in den Weihnachtsbaum. Das muss ich sagen, finde ich ein bisschen übertrieben. Aber ich vermute, es ist deshalb auch gemacht, dass man gerne sich... Jetzt brauche ich 20 von den Brettern hier. Mann! Ja, und das finde ich schade, dass er mir nicht sagt, willst du nicht 20 Bretter bauen? Muss ich sagen. So. Das heißt, ich kann jetzt hier mal gucken, ob ich hier noch... Ich meine, hier habe ich Holz drin. Soll das Holz da mal Maximum Retrieve machen, so. Process. Bretter. Ich habe doch Holz. Oder ist es wieder spezielles Holz? Ich habe da doch Holz gerade eingelagert. Verstehe ich nicht so ganz. Nochmal dahin. War das falsches Holz vielleicht? Ne, was ist das? Ordinary Wood Obtaining by Logging. Ach, ist zu wenig. Und das hier ist? Ah, das bessere Holz. Gut. Aber ich habe doch noch mehr. Muss ich jetzt wie Baum umkloppen? Sieht so aus. Also das Holz verbraucht sich schneller, als ich gucken kann. Gott. Da muss ich jetzt dringend einen Baum umkloppen. Das wären diese grünen... Also, man kann nicht alle Bäume umhauen. Aber die so grün angezeigt werden, kann man umhauen. Das ist ja mal eine Pflanze. Kein Gemüse, Gage, Laurel Morning heißt das. Was ich jetzt auch kann... Ich bin blöd. Seit Level 14, glaube ich. Ne, das hier draußen nicht. Aber in meiner Basis... Die Heimatstätte... Kann ich jetzt Sachen Holz recyceln? Das ging vorher nicht. Den Baum darf ich nicht umhauen. Was ist das hier eigentlich? Aber sowas hier zum Beispiel müsste ich jetzt recyceln dürfen. Nee, das darf ich erst, wenn ich Homestead Level 4 bin. Ah! Ja gut, hilft nichts. Muss ich jetzt... Darf ich das zerkloppen hier? Ich glaube, das darf ich auch erst zerlegen. Wenn ich Level... Ja, Dismantle. Also aus zerlegen wird. Das heißt, ich brauche jetzt einen klassischen Baum, den ich umkloppen kann. Problem wird sein, hier in der Nähe, weil hier noch die anderen Kollegen wohnen. Ja, ich sagte, prepare for an Enchma. Jetzt muss ich, jetzt erzählt er mir da was, ich muss Klamotten wechseln. Darf ich den Baum umhauen? Wahrscheinlich, nee, den darf ich nicht umhauen. Ich gucke mal, ob ich den wahrscheinlich auch nicht, das sind wahrscheinlich die, also, nee, es sind, gibt ganz viele Deko-Bäume, komischerweise. Den darf ich auch nicht umhauen. Also ich vermute, hier darf ich überhaupt nichts umhauen. Ja. Ja, weil hier überall Kollegen wohnen.
Gut, das heißt, ich muss jetzt... Das Ding ist ja schon freigeschaltet, also könnte ich hier nicht hinreisen. Ich muss jetzt ganz dringend Fast Travel irgendwo in die... Ja, was weiß ich, Raven's Shelter. Redwood Outpost zum Beispiel, da ist genug Holz. Da jetzt hinreisen. Ach ja, Mark the Spot, ich bin ja noch im Team. Mist, das muss ich vielleicht auch nochmal kurz trennen. Ja, das ist nochmal Team für... Ach, Survivor's Mecca da irgendwas. Ammo ist zu wenig, das heißt, ich muss jetzt hier die Kiste öffnen. So. Er meckert immer noch. Ammo Crate. Ach ja, er möchte jetzt... Kann ich jetzt ein Foto machen? Gut. Interessant. Wahrscheinlich versehentlich. Ich bin versehentlich draufgekommen, wollte ich gar nicht. Diese Bäume kann ich aber umkloppen, diese großen hier. Die habe ich nämlich schon mal umgehauen. Ich meine, diese großen Dinger, die kann ich umkloppen. Oder? Ist das auch wieder ein Dekobaum? Auch ein Dekobaum. Mist, den hier. Ja, den kann ich umhauen. Wobei, wenn ich die Bäume selber umkloppe, bringt mir das, wie man sieht, nicht ganz so viel Holz. Also ich kann natürlich auch Holz kaufen, das ist, manchmal ist das einfach, aber ich wollte einfach nochmal zeigen, was man alles wie sammeln kann. Diese Fleischkeulen, die da oben angezeigt werden auf der Minimap, das sind Tiere, die ich töten kann. Was sind das hier für welche? Leichter Versatz drin, so. Fleisch ist immer wichtig. Roh soll man es, glaube ich, nicht essen. Ich meine, das hatte ich irgendwo gelesen. Aber ich kann es ja braten. So. Ja, dann brauche ich hier... Ich sehe gerade Schrauben. Geben mir auch zu neu. Geleuchtet rot. So, jetzt leuchtet da oben wieder... Da war irgendwas mit Drop gerade. Was war da? Mysterio Drop stand da. Getting Dark Zombies, ja. Gut, jetzt habe ich 36 Sekunden. Jetzt macht Madame auch wieder kein Auto ran. Na gut, dann machen wir es so. Und normalerweise kann sie sprinten. Das verbraucht ein bisschen Energie. Aber hier drin bei den Kollegen müsste ich Schrauben kaufen können und eventuell auch noch Holz. Tactic Gear required, so. Da ist schon wieder, also ist Wahnsinn, da ist schon wieder der nächste Nebeneinsatz. Mit den Fragezeichen. So. Ich überlege gerade, bei wem ich beim letzten Mal gekauft habe. Jetzt will ich aber ganz schnell, Moment. Survive. Jetzt will er Armor Crate, meckert er wieder an, Herr Knaller. Kümmere ich mich gleich um Output, was hast du? Output, du hast, ist ein Bewohner. Ich glaube, du verkaufst hier Holz, nicht? Bild in Board. Verkaufst du mal, Freund? Ne, über. Das ist der Mechanik. Eine verkauft hier. Du verkaufst euch was, oder? Reputation. Ja, der verkauft nur fertige Gegenstände. Da ist der Arzt von Anfang. Schade, hier ist gar kein Verkäufer mehr. Der verkauft Haustier rechts von mir, das weiß ich. Aber hier war einer, der mir auch Holz verkauft, bin ich mir sicher. Ich habe ihn schon mal gekauft, ganz am Anfang. Und auch Schrauben und sowas. Jetzt machen wir erstmal hier... So, jetzt habe ich da wieder was geschafft. Auch weil ich Level 21 geworden bin, so kann ich wieder einsacken. Dann Perks ist wieder was freigeschaltet worden. Ja, weil ich gegen Zombies gekämpft habe. Ich habe eine Camp Duty Mission gemacht. So, alles claimed, claimed, claimed. Das andere muss ich Level 30 sein. Dawn Pack. Kann ich da oberst ab Level 20 einsammeln? Gut. Aber da ist leider kein Holz dabei. Das sind eher
Von ihr kriegt man ja eher, also die Scharfschützin. Eher Waffenausstattung. Mission. Was haben wir da oben noch? Da leuchtet noch was. Mission. Seven. Achso, da. Land of Sunset. Talk to Ho. Ja, da ist jetzt einiges freigeschaltet worden. Kurioserweise. So, jetzt muss ich aber. Roll, was haben wir hier? Ah, jetzt kann ich das aufrüsten. Den hier glaube ich gerade nicht, oder? Doch, da Level up. So, Logger Level increased. Phew. Ah ja, das heißt, ich kann jetzt das bauen. Das habe ich jetzt sozusagen gelernt. Dann wird mir erklärt, wie ich das machen kann. Ja, aber ich brauche meine, ich sag mal, bescheidene Holzhütte, brauche ich keine Bronzestatue. Das kann man irgendwann mal machen. Also interessant ist es auf jeden Fall. Gut. Gehen wir da raus. Equipment. Kann ich wahrscheinlich Waffen jetzt aufrüsten? Ja. Kann ich verbessern, die Waffe? Nicht normal verbessern? Nein, doch. Nochmal. Jetzt habe ich wahrscheinlich... Oh, noch weiter. Nicht zu glauben. Die Waffe ja deutlich besser. Ich bin begeistert. Geld genug habe ich auch. So, hier ist es Feierabend. Da muss ich Level 30 werden. Meine Machete. Das ist ja quasi mein Nahkampfgerät. So. Die Klamotten kann ich verbessern. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, sind das Sachen, die ich anhabe. Aber die Optik, da drauf sind diese Skins, die man freischalten kann. Also im Prinzip habe ich eine Mütze, die kann ich hier mit Panzerung versehen. Der Head Armor, ja. Eine Hose, Handschuhe, Schuhe und eine Jacke. Und hier, das scheint eine Panzerplattenweste zu sein. Da muss ich aber, wenn ich es gerade hier richtig lese, hier, ja, Level 35 werden soll. Jetzt ist mein Zeug ausgegangen, meine Panzerplatten. Egal, jetzt kann ich hier aber noch meine Waffe. Jetzt geht es weiter, hä? Ah, jetzt kann ich hier nochmal verbessern. Upgrade. Also man kann das. Das sind jetzt extra für die Hand Panzerplatten. So, dann müsste ich jetzt welche kaufen. Dann gibt es extra welche für die Schuhe. Also es gibt, wie gesagt, allgemeine Panzerplatten. Und dann gibt es hier spezielle. Für die Hose das gleiche Grün. Was ist das? Assemble Component. Kann ich was bauen? Install. Gut, dann schalte ich das mal frei. Ist ja noch Install. Ne, da habe ich nichts. Moment, aber jetzt leuchtet hier noch was rot. Die Waffe angeblich kann ich verbessern. Ach, das, ich kann vorne den Mündungsdämpfer verbessern und das Magazin verbessern. Und wahrscheinlich jetzt hier auch noch, wenn ich genug Material habe, den Lauf, den Griff und hinten den die Schulterstück verbessern. So. Das ist ja schon mal gut. Ravens. Kann ich was... Ah ja, da könnte ich jetzt diese Strongholds Challenge spielen. Also hier so eine Festung verteidigen. Hold the line. Complete the stage 2 of the hold. Go. Ja, dann würde ich da... Ja, aber das möchte ich jetzt nicht. Bei mir läuft auch gerade so ein bisschen die Zeit davon. Ja, die kann ich jetzt... Ja, die rot leuchten, die kann ich jetzt spielen. Und ich vermute mal in der Mitte, das ist dann die Super GAU Challenge. Keine Ahnung. Ein paar davon habe ich ja schon gemacht. Möchte ich jetzt aber, wie gesagt, nicht, was ich jetzt viel mehr möchte. Das hat beim letzten Mal nicht wunderbar geklappt. So, was meckert er hier? Armor Crate. Ach ja. So. Ja. Habe ich jetzt alle nicht, weil ich das leider in mein Kabinett eingelagert habe. Jetzt könnte ich nämlich hier Crafting on the go, wenn ich genug Schwarzpulver und genug Hülsen hätte, könnte ich mir, eine Kiste, eine Munitionskiste selbst bauen. Und was jetzt hier wieder nicht klappt, warum komme ich nicht aus dem Team raus? Verstehe ich nicht. Da unten ist Team. Das ist ja nur Sprechen, aber ich komme nie raus. Warum nicht?
komme ich da nicht raus? Normalerweise konnte ich immer sagen, Leave Team, aber das scheint jetzt gerade hier. So, das ist nichts hören vom Team. Das ist nichts nicht sprechen. Das wäre sprechen. Ja, komm da aber nicht raus. Normalerweise kann man dann raus aus dem Team. Geht aber nicht. Warum auch immer. Verstehe ich nicht. Warum ich aus dem Team jetzt nicht rauskomme. Ich bin ja der Einzige. Also man kann ja aus jedem Team raus, auch wenn man nicht der Einzige ist. Aber das scheint jetzt gerade nicht zu funktionieren. Ist mir nicht ganz klar. So, da unten möchte einer was von mir. Ah ne, Claim All, habe ich was gekriegt. Ja, das ist... mit hier scheinbar Obst besser wächst. Gut. Ja, das scheint jetzt zu Ende zu sein. Ja, 28 Minuten noch, aber da habe ich, wie gesagt, mir läuft die Zeit gerade davon. Ja, ich würde jetzt gerne noch Schrauben haben. Gut, das heißt, ich reise auf jeden Fall Ravens Shelter. Kann ich sowas kaufen? Reise mal kurz. Ja, am Marktspot, weil ich der Chef bin, habe ich das jetzt markiert. Das will ich aber gar nicht. So, normalerweise müsste er mir anzeigen, dass ich hier, wo ich Schrauben kaufen kann. Aber ich vermute, ich bin noch Chef. Weil hier diese Main-Mission Seven Power Stations noch ansteht. Trotzdem habe ich jetzt keine Lust mehr im Team zu sein. Na, ich komme hier raus. Da sehe ich Leute, die bei mir in der Nähe sind. Ach, eine deutsche Sabine. Nehme ich mal an, die ist deutsch, Sabine. Ja, supi. Will ich aber nicht. Mensch! So, auf jeden Fall kann ich jetzt wieder XP farmen. Meine Heimatstätte besser bauen. Das ist schon mal gut, dass das schon mal geht. Aber trotzdem hätte ich jetzt gern Schrauben und wird. Du hast, glaube ich, der hat, glaube ich, eine fertige Sache, die Reputation Manager. Der kauft ja auf jeden Fall schon mal Holz. So, bei. 1000 Holz kostet 1000. Ja, ich glaube, Holz ist wichtig. Brauche ich immer. Steine sind scheinbar auch wichtig, da muss ich sie nicht so craften. 500 mal 2 sind 1000 Max. Komm, her damit. So. Aber der Kollege verkauft mir leider keine Schrauben. Kann ich mit dir jetzt... Nee. Mit ihr kann ich immer noch nicht. So. Hat er das Gleiche. Aber auch keine Schrauben, oder? Homestead Material? Ne, das ist nur... Essen hat er am... Achso, das habe ich schon gekauft. Das sind Rezepte. Boah. Dafür leuchtet jetzt hier wieder ein NPC, der mir was... Achso, das ist die Funkerin. Das ist scheinbar... Ja... gesagt, der Camphausmeister. Da wäre jetzt eine Party, aber die Uhrzeit ist schon längst abgelaufen. Wenn das ist ja Ingame-Uhrzeit, aber man sieht das hier ja nicht, welche die Ingame-Uhrzeit jetzt ist. Obwohl ich manchmal denke, das ist echte Uhrzeit. Ja, schön. So. Und bei meinem Trail jetzt schon auch nicht weiter. Nö. Was ist das? Science Seal. Ja, Seven Power Station muss ich hin, Gott. Ja. Wo war der Knöllchen?
ich das wüsste. Ich weiß, dass ich mal einen getroffen hatte, der mir Schrauben verkauft hat. Raven Shelter, wenn ich Camp Area. Free und Western Outpost. War das beim Western Outpost? Es war so ein ganz kleiner Verkäufer, also mit so einem ganz kleinen Stand. Der hat dann gesagt, ja, ich habe hier besondere Sachen für dich. Möchtest du nicht was kaufen? Ja, du bist die Funkerin. Der habe ich meinen. Der habe ich meinen Hund. Ja, da gibt es nur Rare Weapons. Der hat aber keine. Ja, das könnte ich ihm verkaufen. Ja, ist alles rare, ich weiß. Rare und teuer, alles klar. So, der Reputation. Closing Store Manager. Ach, ich weiß, wo ich die Schrauben gekauft habe. In diesem Noahs Park war das. Da gab es einen Laden, der so Kleinkram verkauft hat. Ich hoffe, der verkauft mir auch im Dunkeln was, jetzt, wenn ich wüsste, wo der ist. Da oben werden die angezeigt. Und der mit der Schriftrolle ist es nicht, oder? Bist du das hier? Nee, du bist hier die Sekretärin, ne? Wo ich hier meine Bauplätze zuweisen kann. Hier kann ich auf jeden Fall essen. Da gibt es teilweise so Esspartys. Jetzt kann ich eh essen. Das ist sozusagen für mich zur freien Verfügung. Aber er sagt jetzt hier, dass ich nicht essen kann. Dining Hall. Das ist die fürs Essen zuständig ist. Ja. Da kann ich jetzt Essen kaufen. Dining Hall Shop. Daily Supplies, was hast du da am Start? Ja. Simple Meal. Wie gesagt, hier diese Umrechnungskurse, die sind mir auch schleierhaft da. 50, 500 Silber. Oder 50 von diesen Dreiecksmarken. Also, da bin ich noch nicht ganz so hintergestiegen, was welcher reale Wert oder Spielwert. Ja, er war das hier, meine ich. Du hast mir Schrauben verkauft. Jo, der hat mir auch den Kleber verkauft. Den brauche ich auf jeden Fall, um der Bretter zusammen zu zimmern. Der verkauft mir auch Ton. Aber heute hat er keine Schrauben, oder? Zement hat er, rote Bronze, Federn brauche ich aber alles noch nicht, weil ich gehe mal davon aus, dass ich noch zu schwach bin. Da kann ich nur ganz normal dem Chat, da erklärt er mir, was er macht. Separation Proceeding, ne, den kann ich noch nicht, da bin ich wahrscheinlich auch noch zu wenig gelevelt. Ja, wenn ich wüsste, wo mein Schraubenmensch war. Ist da das Survivor Bar? Da kann ich wahrscheinlich was trinken. Ja, da ist bestimmt was zu trinken. Party. Ah, ne, ist auch ein gut. Verkaufst du mir Schrauben? Nee, du verkaufst mir das gleiche Homestead. Das gleiche wie in dem anderen Camp auch. Equipment. Mit das ist eher Waffen, glaube ich, was der mir hier verkauft, oder? Equipment Shop. Ja, was ist das? Hier kann ich einen Skin kaufen. Freedom Needs Nighthawk Set. Ja, und das habe ich auch nicht verstanden. Mir wird ja erzählt, dass ich dringend Klamotten kaufen muss. Damit ich nicht friere. So, und jetzt zum Beispiel Schale. Every soul needs a night of that. Ride like the wind for 1000 miles, ja.
Hier wird ja leider nicht erklärt. Ah, er hat die Schraube. Sehr gut. Ja, Schrauben kann man, glaube ich, nicht genug haben. Bei. Und Feierabend zum Erweitern. Nee, Maximum 100. Oh, das ist zu viel. So viel will ich auch gar nicht. Mein Freund hier. Entschuldigung. 10 sind 1000. Brauche ich denn, um meine Waffen zu verbessern? 50 werden 5000. Leder kann ich gebrauchen, um Waffen und Klamotten zu verbessern. Ja. Geschrabbelte. So, jetzt. Ich habe doch gerade gekauft. Warum zeigst du mir die Schrauben noch in Rot an, mein Freund? Ach ja. Jetzt muss ich noch zum Waffenhändler und brauche ein bisschen Schwarzpulver, aber das brauche ich nicht wirklich. Du bist der Recycling-Kollege. Aber der hat. Ich hätte jetzt gedacht, er hat eine Pistole über den Kopf, dass er mir auch Waffenteile verkauft. Macht er aber nicht, ne? Ne, Base Equipment macht er nicht. Boah. Gut, aber was anderes. Ich will jetzt hier Feierabend machen. Dann reise ich meine Bude und baue mir schnell eine Waffenkiste. Weil nichts schlimmer ist in dem Spiel, als wenn einem im Fight die Munition ausgeht. Weil, wenn ich es richtig verstanden habe, so Munition findet man selten. Man findet bei den Zombies oder anderen, die man so töten muss. Open Gate. Go home and put, ja. Put some clothes on, ja. So. Das heißt, wir jetzt hier an das Kabinett. Hallo. Und holen. Und holen ein bisschen Schwarzpulverchen raus. Max. Und ein bisschen was von der Hülsen. Können wir auch mal Max rausholen. Ich habe die auch nur da reingestopft. Weil hier mein Rucksack knalle voll war und der wird ja jetzt schon wieder langsam voll. Ja, Ton mache ich gleich dann. So. Und dann mache ich gleich eine Schlafpause. So, jetzt machen wir erstmal hier ein bisschen. Das habe ich wirklich aufgepasst. Ich glaube, das waren noch 20, die mir fehlten, oder? Von den Brettern. Und 10, so. So. Armor Crate, Craft on the go, so. Ja, das weiß ich nicht immer, ob ich da auf Maximum drücken soll. Noch kann ich nur eins bauen, gut. Ja, jetzt fehlen mir Hülsen. Gut. Hülsen ist kein Problem. Aber er meckert immer noch rum, dass ich da zu wenig habe. Und was soll ich dann machen? Ja, Tactical Gear. Crafting on the go. Was kann ich da. Wie kann ich das. Ach, das kann ich sogar selbst craften. Gut, dann. Machen wir mal Crafting on the go. Das wusste ich gar nicht. Was meckert er jetzt noch an? Tactical Gear. Sind also in dem Fall keine Schrauben. So, jetzt. Kann ich wieder hier Trading Post? Kann ich wieder handeln mit ihm? Das kann ich auch scheinbar von hier. Tactical Gear. Hat er jetzt aber nicht am Start, ja, mein Freund? Tactical Gear, ne. Unfinished Goods ist da drin, nein. Normal Materials. Fine Wood Enemy. Advanced Tactical. Doch da Tactical Gear. All in Stock, 2 Gold, ja. Gut. Dann gib mich mal was. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die Preise immer gleich bleiben oder ob das wirklich wie im wahren Leben ist. Dass die sich ändern. So, jetzt habe ich auf jeden Fall schon mal genug.
Jetzt muss Mutti was trinken. So, blöd. Dann haben wir Hunger. Muss ich was mampfen? Das soll ich essen, so. So, kann ich sagen, lecker geschmeckt. Ich vermute, das ist gedacht, wenn andere bei mir essen, vermute ich, denn ich kann jetzt hier essen, was ich selbst gekocht habe. Kann ich da jetzt hinpacken? Ich weiß es nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass das andere, die ich hier quasi einlade, meine Freunde oder was auch immer, dass die dann mein Essen bewerten können. So. Was wollte ich jetzt? Ja, jetzt sagt er mich, der Backpack ist voll. Das heißt, ich lade jetzt erstmal. Das geht die Tür nicht auf. So. Das heißt, ich laufe jetzt nochmal draußen. Rüste mein. Obwohl, das müsste. Ja, geht ja auch innerhalb des Spiels. Innerhalb des Menüs. Aber ich finde das hier schöner, hier hinzulaufen. So, Homestead Management. Rüste jetzt nochmal auf Upgrade. Charakter. So, jetzt komme ich hier ein bisschen. Ach, was ich alle bauen kann. Jetzt kann ich auch Fenster einbauen. Ja. Ist Marble Sink, ach Wahnsinn. Große Badewanne, Statue. Dass ich da alle bauen kann. Tactical Gear. Gut. Kannst also deutlich mehr machen. Also wieder rein. Zack. So, dann würde ich sagen, koche ich mir noch was. Guck. Früchte. Den Rest habe ich in mein Schränkchen getan, weil. Das habe ich jetzt aus dem Rucksack genommen. Aber es gibt im Rucksack einen extra Bereich für gekocht. Also hier sind ja die Rohmaterialien. Und dann gibt es hier einen extra Bereich für gekochte Materialien. So, aber was ich jetzt noch machen wollte. Ich wollte hier, ich weiß nicht, ob das was bringt. Der Romantik wegen wollte ich hier eigentlich. Der hier. Nee. Exit. Wollte ich mal ausprobieren die ganze Zeit, wenn ich hier dieses Feuerchen nehme. Nur mit diesem, mit, ja. Das Feuerchen kann ich zum Beispiel benutzen. Jetzt ist ja hier warm. Wenn es mir draußen kalt wird. So, jetzt würde ich aber sagen, ich habe getrunken, ich habe gegessen. Trotzdem ging es meinem Körper, glaube ich, gerade nicht gut. Da haben wir noch Hunger und so Body. Ja, ich könnte noch ein bisschen im Klo hier Turnübung machen. Ich vermute, ich muss auf Toilette. Muss ich mal gucken hierbei. Wahrscheinlich muss ich mich auch einmal waschen. Exercise is tiring, but it keeps you fit. Nee, sober, da bin ich sauber und entspannt bin ich auch. Hygiene, ja. Skin refreshed, da könnte ich jetzt theoretisch Skin refreshed, dass ich da volle Leistung habe, kann ich natürlich ins Waschbecken gehen. So. Kann meine Wasserpulle erstmal mit Wasser füllen für unterwegs. Kann meine Hände waschen. Und dann kann ich theoretisch schon mal kurz in die Badewanne. Die Waschmaschine besitze ich hier nicht. Da müsste ich immer zu den Ravens gehen. So, so, ein Stück zurück. So, auf Toilette muss ich glaube ich noch nicht, oder? Use Restroom. Nee, muss ich noch nicht gehen. So, dann gehe ich mal in die Badewanne. Das durften sie wahrscheinlich nicht nur mit Kleidung zeigen. Wer geht denn so in die Badewanne? Aber ich meine, es ist cool gemacht, muss ich sagen. Aber trotzdem würde ich auch noch mal gern das Team verlassen. Jetzt,
jetzt passiert? Ich bin jetzt auf die, natürlich auf die Umfrage gekommen. Ja, ich wollte eigentlich woanders hinklicken. Ich wollte eigentlich das Team verlassen. So. Ich stecke hier eine Badewanne fest. Schön mit Schaum, sehr gut. So. Recording, was ist das eigentlich? Stemmer und eine Light on Taschenlampe. Ja. So, jetzt schief, dann habe ich es ja freigeschaltet. Also, last completed. Ah, weil ich mein Heimatstadt-Level erhöht habe, habe ich da jetzt ein Achievement bekommen. Und die Ravens. Gut, das muss ich dann machen. Das war dieses Hold the Line. Aber trotzdem würde ich jetzt gerne. Habe ich jetzt das Team verlassen automatisch? Ne, wird immer noch im Team. Ach. Käse. Also, wie gesagt, es gab, bin ich mir sicher, gestern einen Knopf. Da stand dann Leave the Team. Was weiterspielen. Ja. Also wie gesagt, man verliert sich hier immer in Zwischenuntermissionen und anderen Dingen, ja. Und ihr scheint es in der Badewanne sehr gut zu gefallen. Sie steigt nämlich nicht aus. Gut. It's how to lead the team. Go to install. Darf ich jetzt hier. Ne. Habe ich nichts. Muss ich erst bauen. Um meine Waffen zu verbessern, das werde ich mal morgen in Ruhe machen. Tja, jetzt könnte ich natürlich hier auf die Hilfe gehen. How to leave the team. Advanced Training. Tja. Das ist nur zum Chatten. Das kann ich mein Mikro anmachen? Das gibt's doch nicht. Ich habe so den Eindruck, dass das Knöpfchen fehlt. Das Team verlassen. Ich bin mir sicher, dass gestern während oder nach dem Kampf ein Knöpfchen war, ob ich das Team nicht verlassen möchte. Umfrage alles. Hier unten kann es nicht sein. Da unten ist zum Craften, kann es auch nicht sein. Gut, hier kann ich kein Fahrzeug rufen. Das kleine Ballon geht das nicht. Unstuck, das ist gedacht, wenn ich hier wo feststecke und ich weiterkomme, drücke ich drauf, dann spawne ich zum letzten vernünftigen Punkt. So, hier kann ich jetzt mit. In meinem Team quatschen. Da. Müsste ich jetzt mit meiner Waffe den Crosshair I'm hurt get in. Ist das jetzt Team verlassen hier? Nee. Attack here. Attack here ist das ja auch kacke. Das ist mir helfen. Locate Camp Red Outpost. Ja. Nein. Die Knöpfe sind zu dicht beieinander. So. Stehe ich nicht, dass ich das Team nicht verlassen kann. Ich muss den Crosshair to select your target. Ich habe jetzt gerade keinen Crosshair, also kann ich ja auch nichts markieren. Oder ich muss im Team bleiben, weil ich hier 7 Power Stations Stronghold noch verteidigen muss. Glaube ich auch nicht. Denn ich kann hier. Ich kann jederzeit Normal Special Blockade Supplies Camperator. Ja.
Answer. Automatic fire. Ach so, ich. Ich kann so einschalten. Also noch besser. Dann aimt er automatisch. Das wusste ich gar nicht. Was ist das hier? Ach so, dann kann ich mir das Bild so angucken. Ohne Interface. Gott. Es gibt's noch Video Record, High Interface, Light On. Habe ich die Taschenlampe, denke ich. Ja, ist ja hell genug in der Bude. So, angeln. Ja, da kann ich was bauen. Aha, jetzt wird's angezeigt. Die ganze Zeit hat der Knopf nicht funktioniert. Warum auch immer. Das auf der Fahne. Ich war die ganze Zeit ausgerollt, ich konnte auch nicht draufpatschen. Egal, also, ich gehe davon aus, es muss ein bisschen was getan werden am Spiel. Das Spiel ist aber an sich erstmal gut. Es wäre schön, wenn der ein oder andere In-App-Kauf, wenn ich ihn benötige, doch deutlich günstiger wäre. Gut, ist ein sehr aufwendiges Spiel, gebe ich zu. Und das hat auch sicherlich einiges an Entwicklungskosten gekostet und soll dem Entwickler ja auch ein bisschen Geld bringen. Trotzdem, ja, wäre es schön, das, die Ingame-Käufe ein bisschen günstiger zu machen. Und dann wäre es natürlich noch besser für alle nicht englisch sprechenden Personen, das Ganze auf Deutsch bzw. in ihrer Landessprache zu machen. Ich weiß gar nicht, ich muss gerade mal gucken, ob ich hier die Sprache... Ne, ich glaube, die Sprache konnte ich nur bei der Ersteinrichtung auswählen. Na, hier geht das nämlich nirgendwo. Schedule Store, ne, hier kann ich keine Sprache auswählen. Oder Setting, Moment. Kann ich die Sprache auswählen? Basic. Auto Sprint. Audio, kann ich da die Sprache ändern? Voice Chat Horn von der Hupe. Musik, Main Volume. Quick Message, die man so einstellen kann. Vehicle Controls, Firearms, meine Waffen. Das kann man einstellen. Left-Handed Firing. Always on. So, ich bin mit. Precision Blur, wie man mit den Waffen umzugehen hat. Video Movie Gentle Color for Survive Classic. Also hier kann man die Sprache nicht ändern. Aber ich meine, die Sprachen waren nur Englisch. Ich weiß nicht genau, welche asiatische Sprache, aber Chinesisch war auf jeden Fall dabei. Dann meine ich Russisch hätte ich gelesen. Ja gut, ich behaupte mal, hier gibt es nicht so viel für mich zu tun. Und dann bitte, jetzt habe ich natürlich vergessen, einfach zu sagen, nicht wundern, warum die Aufnahme diesen schwarzen Balken ringsrum hat. Ich bekomme das aktuell mit meinem Equipment nicht hin, mein Screen vom iPad so abzugreifen. Das hat was mit der Größe meiner Monitore zu tun, dass das Bildschirm füllend ist. Aber das soll ja hier jetzt nicht so jucken. Wichtig ist ja das bisschen Gameplay, was ich so zeigen konnte. Ich sagte mal danke fürs Zusehen. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.